Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Eltern fühlen sich häufig überfordert mit der Erziehung ihrer Kinder. Das bestätigt sich auch in einer Studie, die das SOS Kinderdorf Hamburg in Auftrag gegeben hat. 317 Elternhäuser in Norddeutschland und in Hamburg wurden befragt. Und bei mir begrüße ich jetzt Thorsten Rebbel, den Leiter des SOS Kinderdorfs hier in Hamburg. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Die erste Frage, gab es eigentlich Überraschungen in puncto Überforderung, was diese Studie anbelangt? Ehrlich gesagt, nein, nicht wirklich. Wir haben immer das Glück, dass wir solche Umfragen manchmal geschenkt kriegen und dann zu bestimmten Themen, die wir so spüren in unserer Arbeit. Aber da haben wir immer nur bestimmte Ausschnitte. Wir betreuen ja Familien, die dann schon überfordert sind. Mhm. Und dann ist die Frage, betrifft es vielleicht auch mehr Familien? Und das wollten wir feststellen mit der Studie. Und Toluna hat uns das geschenkt und das war sehr nett. Super. In welchen Bereichen fühlen sich denn Eltern überfordert in puncto Erziehung? Im Grunde genommen ist das eine große Bandbreite und dann gibt es einfach verschiedene Themen, wo sie sich überfordert fühlen. Das ist dann einmal das Sozialverhalten ihrer Kinder. Natürlich das Thema Schule ist ein großes Thema und dann auch Medienkonsum. Aber ich denke, das hat auch viel mit Corona zu tun. Da wurden einfach Kinder auch sehr auf Medien zurückgeworfen. Das wurde ja in der Schule auch gefordert, im Homeschooling. Also da vermischt sich, glaube ich, auch etwas. Aber das sind so die drei Themenblöcke, die mich nicht wirklich überrascht haben, aber die uns auch in unserer Arbeit begleiten. Wie zeigt sich denn die Überforderung der Eltern? Also wann merken Sie, es geht nicht mehr, ich bin jetzt irgendwie überfordert? Ja, im schlimmsten Fall rutscht ihnen vielleicht auch mal die Hand aus und sie sind dann erschrocken und kommen dann zu uns in eine unserer Beratungsstellen und holen sich dann Hilfe. Ich denke mir, vieles sehen wir gar nicht. Vieles bekommen wir gar nicht mit, weil auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht beim Kinderarzt oder sonst was, kam ja auch in der Studie raus, dass sie eher beim Kinderarzt sich dann Rat holen, weil es gar nicht so öffentlich werden soll. Ne? Also das ist dann vielleicht auch eine Scham, dass ich überfordert bin. Mhm. Und ich sage immer, die Eltern, die sich Hilfe holen und auch frühzeitig Hilfe holen, die sind smart. Also weil sie sich einfach schon an jemanden wenden und dann auch Hilfe bekommen und bevor was Schlimmeres passiert. Es ist ja auch schon smart, es überhaupt erst einmal zuzugeben. Ich bin jetzt überfordert, ich kann nicht mehr. Können Sie das in Prozent noch mal konkreter ausdrücken? Wie viel Prozent der befragten 317 Häuser haben gesagt, ich... Insgesamt haben 80% gesagt, dass sie im Laufe der Zeit einfach mal sich überfordert fühlen. Das verwundert jetzt nicht wirklich, weil ich glaube, Kindererziehung ist einfach herausfordernd und dass man sich auch an der Stelle mal herausgefordert fühlt. Dann sind es aber bis zu 50%, die sich dann auch wirklich sehr herausgefordert fühlen oder überfordert fühlen. Und das hat mich dann schon ein bisschen erschrocken. Und das war mit Corona, in Kombination mit Corona noch mal deutlicher. Hat dann mich nie wieder verwundert, aber das ist schon sehr erschreckend. Also das ist etwas, was mich auch sehr alarmiert, diese Zahlen. Welche Rolle spielt Schule im Zusammenhang mit der Überforderung? Fordert die Schule zu viel? Erzieht Schule zu wenig? Oder zu viel? Ja, das ist, ich glaube, wir insgesamt erwarten wir sehr, sehr viel von Schule, was alle Schule alles so leisten soll. Aber wir erwarten halt auch viel von Familie, was sie leisten soll. Und ich glaube, diese Kombination, was in die Anforderungen, die in Schule gestellt werden und was Familie dort tun soll oder was sie regeln können, damit Schule gut gelingt, das ist doch sehr vielfältig und auch sehr komplex. Und bildungsnahe Haushalte, die kommen so schon an ihre Grenzen. Aber wenn man dann die bildungsfernen Haushalte nimmt, die sind natürlich dann wirklich auch überfordert, gerade wenn es dann sehr komplex ist. Und wenn dann noch soziales, also auffälliges Sozialverhalten der Schüler mit dazukommt, dann wird es natürlich super schwierig für Eltern. Ein großes Problem ist ja auch das Sozialverhalten, was dazu führt, das Sozialverhalten der Kinder, dass die Eltern sagen, damit kann ich jetzt nicht mehr umgehen. Was ist damit konkret gemeint und woher kommt das? Das ist so etwas, was ich so schon über die letzten Jahre beobachte. Ich glaube, das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun, dass wir halt unser Alltag ist immer dichter. Es gibt wenig Freiräume und gerade auch der Alltag von Kindern. Dann gibt es Freizeitangebote. Also sie müssen in Schule funktionieren, in Freizeit. Beide Eltern arbeiten. Dann muss morgens der Ablauf funktionieren. Und das hat viel mit Funktionieren zu tun und wenig sich zu entfalten. Und gerade dieses Funktionieren, das wird dann halt schwierig. Man kann sich vorstellen, so ein Morgensablauf, wenn beide Eltern zur Arbeit gehen und das muss dann zack, zack, zack gehen, der eine ist schon weg und der andere Elternteil versucht dann, die Bande auf die Schule vorzubereiten und dann auch zur Schule gut zu bringen. Und wenn dann Störungen kommen und dann aber die Zeit drückt, das wird schwierig. Und das ist, glaube ich, in vielen Bereichen unseres Lebens so, dass wir da einfach Kindern wenig Freiräume bieten, sich einfach frei zu entfalten und auch einfach mal auf die Bremse zu treten und zu sagen, nee, ich möchte mir aber das noch in Ruhe angucken, sondern es muss alles
alles immer schnell gehen und immer eng. Und ich glaube, das ist etwas, was sich dort auch widerspiegelt. Und wenn das Verhalten dann einfach dem nicht so passt, dann ist man da schnell mit überfordert. Weil wie kriegt man dann das Kind dann in die richtige Spur? Ja, häufig hilft schon, einen Gang zurückzuschalten. Genau. Ganz genau. Richtig. Wo holen sich Eltern Hilfe hauptsächlich? Sie hatten es schon ein bisschen angedeutet. Ist das sozusagen das Jugendamt? Nein. Ja, genau. Das ist, würde man ja normalerweise denken, Mensch, da haben wir doch ein tolles Jugendamt. Und die machen auch wirklich eine gute Arbeit. Wir haben ja viel mit denen zu tun. Und das ist wirklich sehr hilfreich. Aber da landet das nicht sofort an, sondern es landet dann halt eher so klassisch so im eigenen Netzwerk, Familie und da ist Freunde, Verwandte, die dann helfen, unterstützen und vielleicht auch Rat und Tat geben. Und dann kommen halt so klassische Beratungsstellen, aber viel halt auch Schule. Und das fand ich auch sehr spannend, dass dann auch wieder in der Umfrage halt rauskam, dass sich dort auch mehr gewünscht wird. Und das auch dann gerade von Männern, die auch nochmal ein anderes Suchverhalten haben als Frauen an der Stelle, die dann eher bei Schule Rat suchen und dann aber nicht unbedingt den Rat finden, den sie dort sich erhoffen. Weil ich glaube, das ist oft so, Mensch, ihr seid doch eigentlich die Profis, ihr müsstet doch damit zurechtkommen. Und dann nochmal so die Idee, dass man dort dann auch den Rat kriegt. Mhm. Wir sind schon fast am Ende des Gesprächs, leider. Trotzdem würde ich gerne noch nach dem Hafen für Kinder fragen, mit der Bitte um eine kurze Antwort oder kompakte Antwort. Was ist das genau? Seit wann gibt es den? Für wen? Genau, Hafen für Familien, das haben wir hier in Hamburg mit den Hamburg in Dulsberg gebaut. Und wir sind seit Anfang August an der Steckdose sozusagen und haben unsere Angebote wieder geöffnet. Und das ist für alle Familien offen. Und das ist das Schöne, da kann jeder kommen. Und da geht es darum, die Leute mit Angeboten zu erreichen und schon frühzeitig zu erreichen. Und man kann sogar bei uns leben. Wir haben für Kinder, für insgesamt 12 Kinder, haben wir dort einen Wohnraum geschaffen, eine Familie, wo sie leben können, wenn sie in der eigenen Familie nicht mehr leben können. Und es ist ein ganz tolles Projekt und ich bin froh, dass wir damit endlich am Start sind. Ja, super. Das klingt sehr gut und hilft wahrscheinlich Familien insgesamt sehr viel weiter. Thorsten Reppe, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Weiterhin alles Gute für Ihr Projekt und liebe Zuschauer, das war's von Nachgefragt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.